Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi oder Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute ist alles ein bisschen anders, denn heute habe ich hier für dich das 20.000 Abonnenten Video, Special, wie auch immer. Mega geil, ich freue mich. Leute, danke, ihr seid so geil. Also im Prinzip sage ich jetzt das ganze Video über nur Danke und mache gar nicht so viel Spektakuläres. Ich habe mir einfach mein Engelchenkostüm angezogen mit Heiligenschein, ho ho ho, haarreif und ja, hoffe, dass das Ganze irgendwie noch so ein bisschen Flair hier mit reinbringt. Ja, 20.000 Leute. Mittlerweile stehen wir sogar schon kurz vor den 23.000. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich finde es so oberaffentitten geil und ich freue mich von Herzen. Ich finde es so, so toll, wie viele neue Leute hier zu dieser Community gefunden haben und keine Ahnung, wie sich das Ganze einfach so entwickelt hat. Also es ist für mich eine Herzensangelegenheit und ja, da möchte ich einfach mal an dieser Stelle Danke sagen. Es ist ein paar Jahre her, dass ich diesen YouTube-Kanal gegründet habe und ich finde, dass wir hier ein ziemlich gesundes Wachstum haben. Wir lernen uns hier relativ gut kennen. Die Community lernt sich untereinander kennen. Ich lerne euch kennen, indem ich euch in den Kommentaren auch immer wieder begegne, indem wir uns bei Instagram begegnen. Und ja, da ist es einfach meiner Meinung nach an der Zeit, dass man einfach die Möglichkeit bekommt, etwas zurückzugeben. Und da war ich dann natürlich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen einkaufen und kreativ unterwegs. Ich habe natürlich auch ein bisschen Support von meinen wundervollen Kooperationspartnern bekommen, bei denen ich mich natürlich auch an dieser Stelle mega bedanken möchte, weil es einfach schön ist, wenn man langjährig zusammenarbeitet und da einfach eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hat und das Ganze nicht irgendwie nur so business-mäßig ausgelegt ist, sondern dass es halt wirklich, dass man auch mal eine WhatsApp oder eine E-Mail mit Hey, wie geht's dir bekommt oder Hey, wie geht's deinem Freund? Hey, wie geht's deinem Opa? Hey, wie geht's dem und dem und dem? Ne? Und dass man da halt einfach merkt, dass da auch genauso wie hier Menschen sitzen, die mit Menschen zu tun haben. Und das macht die ganze Geschichte einfach so wundervoll. Ich wollte nicht weinen, aber vielleicht kommt es noch, ne? Und ich bin halt einfach auch unheimlich stolz, dass ich mittlerweile einfach sogar in der Lage bin zu sagen, auch wenn es jetzt nur temporär ist, dass das hier auch aktuell mein Hauptberuf ist, die Selbstständigkeit, die ich hier nun mal ausübe, dass quasi mein zweites Standbein, was sich aus meinem Hobby entwickelt hat, einfach quasi mein Beruf jetzt gerade geworden ist, dass ich in einer schwierigen Zeit, wo ich quasi meinen Job kündigen musste, wie auch immer, aus privaten Problemen, dass ich da trotzdem die Möglichkeit habe, hier auf YouTube, auf euch, auf diese ganze Social-Media-Geschichte zurückgreifen zu können und das den ganzen Tag machen zu dürfen, was mir Freude bereitet. Und das wäre einfach ohne euch alle nicht möglich und ich finde es einfach so hammermäßig geil und ich bedanke mich absolut bei euch allen. Es ist einfach eine schöne Erfahrung, jeden Tag eure Kommentare zu lesen, jeden Tag mit euch in Kontakt zu sein, jeden Tag euch Videos zeigen zu können, die mich in meiner Welt zeigen und vielleicht das ein oder andere neben YouTube euch auch noch zu zeigen. Ja, vielleicht kommt irgendwann mein Freund auch mal vor die Kamera. Ich habe es mittlerweile geschafft, dass eine Freundin schon mit mir vor der Kamera saß, die liebe Michelle. Und vielleicht werden noch weitere folgen, denn sie haben halt mittlerweile alle gesehen, die ganzen Zuckerpuppen, ihr verrückten Schnuten. Dass es doch ziemlich cool ist, wenn man hier einfach mal ein Teil meiner Welt ist. Und dass meine Community halt auch einfach super lieb ist. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar kein großes Gedankengedöns in mir vorbereitet, was ich mit euch so besprechen wollte. Ich habe kein Q&A angefangen oder so, weil ich mir gedacht habe, nö, ich setze mich hier hin und rede einfach so ein bisschen was aus meinem Herzen heraus und bedanke mich einfach ein Stück weit, ne? Und ja, gucke ein bisschen betroffen auf meinen Tisch. Das Einzige, was ich mir halt aufgeschrieben habe, sind die 20 Gewinne, die es halt einfach in diesem Video hier geben wird. Denn ich habe mir gedacht, 20.000 Abonnenten-Special, habe mir 20 Dinge überlegt, die ich gerne verlosen möchte und das heißt, es wird auch 20 Gewinner geben. Ne? Das finde ich immer ganz nett, wenn man sowas machen kann, wenn man die Möglichkeit halt hat und ich habe sie beim Shopfe ergriffen und ich weiß gar nicht, soll ich euch das mal, ja, ich glaube, ich setze mich mal, dann seht ihr auch meine wunderschönen Flügelchen, ne? Oh, das ist ein Traum. kann ich euch hier ja mal dann so ein bisschen einblenden, was es dann quasi zu gewinnen gibt und zwar, das, was ich natürlich ja schon das ganze Jahr über angekündigt habe und was ich ja auch fleißig am Sammeln bin, ist der Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Den habe ich selbst befüllt. Ich
muss gucken, ob ich da vielleicht auch noch die ein oder andere Full-Size mit reinpacke oder die ein oder andere Probe auch mit dabei packe, dass man halt eine so große Vielfalt wie nur eben möglich bekommen kann. Das finde ich immer ganz wichtig und ja, das habe ich auf jeden Fall gepackt. Außerdem habe ich einen Monolidschatten-Adventskalender gepackt. Da drin sind dann sowohl Monolidschatten, also quasi diese ganz normalen gepressten runden Viecher, als auch so Stifte oder sowas habe ich da auch mit reingepackt. Und ich habe hier eine Feder, glaube ich, an der Nase. Dann habe ich den Parfüm Dreams Männer Adventskalender, den ich hier auch verlosen möchte. Ich habe ihn auch abgedreht. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon online gestellt habe. Auf jeden Fall habe ich ihn zweimal gekauft und einen möchte ich auf jeden Fall verlosen, weil ich einfach weiß, dass auch einige Männer in meiner Community sind, die sich sehr darüber freuen würden. Genau, dann habe ich auch noch einen Isana Adventskalender, den ich verlosen möchte, halt einen kompletten. Ist auch noch neu eingeschweißt und so. Dann habe ich auch noch einen Catrice DIY Adventskalender. Das ist diese, Sammy hat schwer, die ganz klassische Variante, die ich auch auf diesem Kanal hier vorgestellt habe. Die möchte ich gerne verlosen. Dann habe ich einen kompletten Look Fantastic Adventskalender, den ich auch gerne verlosen möchte, denn ich habe sowohl einen selber gekauft, als auch in der Kooperation zugeschickt bekommen und einen davon, ja, möchte ich gerne halt verlosen. Das gleiche gilt auch für den Glossy Box Adventskalender, denn auch den habe ich zugeschickt bekommen und ich hatte ihn mir auch noch selber bestellt, also ne, gönnt euch hart. Ähnlich geht es dann mit dem Goodie Box Adventskalender weiter. Den verlose ich nämlich auch noch in diesem Video. Dann möchte ich gerne eine Herzensbox packen. Das heißt, ich möchte da gerne zum Beispiel ein Buch von Danny mit reinpacken. Ich möchte gerne das ein oder andere Dalton-Produkt da mit reinpacken. Halt so Favoritenprodukte von mir. Ne? Und da möchte ich gerne eine komplette Box zusammenstellen, die ich dann als Mystery-Box an jemanden von euch verlosen werde, wo so Herzensprodukte drin sind. Das fand ich von der Idee her ganz süß. Außerdem möchte ich ganz gerne eine, ja, Erwachsenen-Spielzeugbox an einen von euch verlosen. Ihr wisst, ich habe den ein oder anderen Fancy Pansy Adventskalender hier ausgepackt und da waren natürlich dann auch mal doppelte Produkte mit dabei. Es kann dann natürlich durchaus sein, dass ich das ein oder andere Produkt dann auch mal aus seiner Verpackung rausgenommen habe, um es in die Kamera zu zeigen. Außerdem habe ich noch einen weiteren Brigitte Box Adventskalender, den ich gerne verlosen möchte, denn auch da einen selbst gekauft, einen zugeschickt bekommen. Ebenso ist es auch mit dem Beauty Love Adventskalender. Den hatte ich ja auch hier vorgestellt und ich kann euch gar nicht alle Videos zu den ganzen Adventskalendern hier in dem i verlinken. Ihr wisst, ich bin da so ein bisschen freaky drauf und habe ziemlich viele Adventskalender dieses Jahr auch wieder ausgepackt und es folgen auch noch einige. Ich glaube, den ganzen Dezember durch wird es auch noch weitergehen. Okay, dann habe ich einen Lippenstift-Adventskalender gepackt, den man gewinnen kann. Da habe ich versucht, wirklich sehr ausgefallene Farben zu nehmen. Also sowohl Nude-Töne als auch super fancy-fancy-Farben. Also querbeet und das ist halt wirklich für jemanden, der auf Lippenstifte steht und der Bock drauf hat, auch mal ein bisschen was auszuprobieren. Und das habe ich gepackt, jo. Ebenso ist es mit einem Nagellack-Adventskalender. Auch den habe ich gepackt und möchte ich gerne verlosen. Und da habe ich auch versucht, verschiedene Marken zu nehmen, verschiedene Farben natürlich und so weiter und so fort. Ne? Dass man da halt einfach so ein bisschen die Variation hat. Dann habe ich von Zinf die Möglichkeit bekommen, 5 Anti-Blue-Light-Brillen zu verlosen. Die habe ich hier und die werde ich zusammen mit weiteren Beauty-Produkten in eine Box packen und quasi 5 Boxen packen. In jeweils eine Box kommt eine Brille und dazu, bis die Box halt voll ist, noch entsprechend ein paar Beauty-Produkte. Wird wahrscheinlich eher Pflege sein als dekorative Kosmetik. Und das wären dann die 20 Produkte, die ich gerne, oder die 20 Pakete, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Ich habe euch das alles auch nochmal in die Infobox reingesetzt. Denn jetzt kommen wir zu der Krux und zwar, wie nimmt man dann an dem Gewinnspiel teil? Naja, also ihr solltet mir schon folgen, ne? Ihr solltet mein Abonnent sein. Ich werde quasi unten auch Zahlen davor schreiben, ne? Von 1 bis 20. Ihr schreibt dann quasi in euren Kommentar eine Zahl von 1 bis 20 rein und also nicht eine, sondern so viele wie möglich. Ihr könnt auch schreiben, jede Zahl oder so. Ne? Das ist auch überhaupt kein Problem. Und ich werde dann, wenn ich auslose, bei 1 anfangen, den ersten Gewinner ziehen. Und wenn dort auch eine 1 angegeben ist, wird der Gewinner die Nummer 1 gewinnen. Wenn da keine Nummer 1 angegeben ist, werde ich das nächste Mal random den Gewinndurchlauf durchlaufen lassen. Und dann so lange halt, bis da einer ist, der halt auch die 1 in seinem Kommentar drin hat.
und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwann bei der Nummer 20 angekommen bin. Ich glaube, das Auslosen wird ungefähr einen ganzen Tag bei mir dauern, aber wir kriegen das alles hin. Ansonsten muss mein Freund mir halt mal helfen. Ja, und da hoffe ich auf jeden Fall, dass ich dann relativ schnell die Adventskalender und auch die ganzen Boxen auf ihren Weg bringen kann, damit alles dann auch passend zum... Aua, das war ein Knack in meinem Handgelenk, ne? Dass alles auch passend dann zu Anfang Dezember bei euch eintrifft. Jo, so viel zu den ganzen Verlosungsgeschichten, so viel zu der ganzen Dankbarkeit, die ich... Ach, meinen Freundinnen möchte ich natürlich auch von Herzen danken, das muss ich auch noch an dieser Stelle sagen. Denn alle, die mal schon so ein Stück weit mich verfolgt haben und das ein oder andere Q&A auch mal verfolgt haben, wo dann auch mal gefragt worden ist, wie ich überhaupt zu YouTube gefunden habe, letztendlich sind meine Freundinnen schuld, ne? Also ich war in einer sehr verrückten Zeit meines Lebens, wo es mir nicht unbedingt gut ging, um das mal so zu sagen, und habe dann etwas gesucht, wo ich mich in einen bestimmten Raum, auf ein bestimmtes Gedöns konzentrieren konnte, was nur für mich ist und wo ich mich wohl mitfühle und wo ich glücklich sein kann und darf. Und dann habe ich halt damals angefangen, auch so mir Beautyboxen zu abonnieren und hatte dann auch das ein oder andere neue Tool mal so ausprobiert und dann in der Zuckerpuppengruppe bei meinen Mädels das mal so ein bisschen als Mini-Video gemacht und in die Gruppe reingestellt, und daraufhin haben meine Mädels mir gesagt, Mensch Claudinchen, fang doch mal mit YouTube an, mach das doch mal. Und so kam das Ganze, der ganze Gedünsten, der Ball ins Rollen, und letztendlich bin ich dann auch wirklich dazu hingegangen und habe gesagt, alles klar, ich gönne mir einen YouTube-Kanal und werde dann mal Videos hochladen. Und das ist tatsächlich auch schon relativ gut dann angekommen. Ich habe ja auch irgendwie im Sommer angefangen und Richtung Weihnachten wurde es halt sowieso immer besser. Und ja, da habe ich mich dann direkt schon in diese ganze Adventskalendergeschichte total verliebt. Unboxings war sowieso voll mein Ding. Und da ich damals Bilder gemalt habe, habe ich dann auch irgendwann angefangen, mich zu schminken. Und mit euren Tipps bin ich dann auch immer wieder gewachsen, dass ich dann auch gelernt habe, wie ich mich einfach schminken kann. Denn ich mache das auf meine ganz eigene Art und Weise, und ich habe da auch viele Tipps und Tricks von euch bekommen, auch von anderen YouTubern. Und so viel Support, wie man hier auch von anderen YouTubern bekommt, Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, wie liebevoll das Ganze ist. Also wenn ich da einfach mal an meine mega geile Trashy-Gruppe denke, also die Mädels sind echt ein Träumchen, oder wenn ich an die liebe Jana, White Swan Beauty, denke, wenn ich an Like a Daisy in Spring denke, wenn ich an Deli Pelletier denke, wenn ich an Maxime denke, wenn ich an so viele denke, an Frankas Favorites, ne? Ich habe mit so vielen Leuten hier schon so, so nette Gespräche geführt über die diverse Kanäle. Ich habe ja auch Leute getroffen, wie zum Beispiel die liebe Marion oder die liebe Sophia, die ich dann einfach auch mal in mein privates Leben habe einziehen lassen. Und ja, das ist echt Wahnsinn, was hier einfach sich draus entwickelt hat, sowohl einfach vom Kanal an sich her, als auch von, keine Ahnung, von dieser Herzensgeschichte her, ne? Ich habe mich auch entwickelt. Ich bin auch anders geworden. Ich bin offener geworden und ich gehe mehr auf Leute zu. Ich habe Spaß an vielen Dingen und bin einfach auch super dankbar dafür, dass ihr mich auf meinem Weg dorthin begleitet habt. Und ja, das war's dann jetzt, sage ich einfach mal hier mit diesem Video. Gönnt euch auf jeden Fall die Infobox, da habe ich euch ja die Sachen soweit aufgelistet. Und ja, das war's dann auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!